Moin Leute, das ist Nils. Er besucht heute mit seiner Familie den Zoo. Dort sieht er eine große Vielfalt an Tieren und ihm fällt auf, dass alle von ihnen spezielle Vorteile haben. Er wundert sich, warum das bei Menschen anders ist. Er fragt sich, warum der Mensch zum Beispiel keine Stoßzähne oder Fell hat. Er kommt zu dem Schluss, dass die Menschen mangelhaft sind. Zum selben Schluss kam auch Arnold Gehlen, nachdem er sich intensiv mit dieser Thematik beschäftigt hat. Jetzt fragt ihr euch sicher, wer ist denn eigentlich Arnold Gehlen? Dazu eine kleine Kurzbiografie. Arnold Gehlen wurde am 29. Januar 1904 in Leipzig, Sachsen, geboren. Er war bekannter deutscher Soziologe und Philosoph. Sein Hauptwerk war der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt. Des Weiteren war er ein Vertreter der philosophischen Anthropologie. Arnold Gehlen verstarb am 30. Januar 1976 in Hamburg. Er prägte unter anderem die These vom Menschen als Mängelwesen. In dieser These spricht er davon, dass der Mensch nur durch seine natürliche Ausstattung nicht lebensfähig ist. Dies bezeichnet er als Unangepasstheit. Man kann die Unangepasstheit in körperliche und psychisch-geistige Unangepasstheit unterteilen. Als körperliche Unangepasstheit bezeichnet er dabei die nicht vorhandenen Angriffs-, Schutz- und Fluchtorgane. Das heißt, der Mensch hat keine natürlichen Waffen, kein vor Kälte schützendes Hautkleid oder keine Flügel zur Flucht. Zudem haben die Kinder eine relativ lange Jungperiode, in der sie auf Schutz und Versorgung angewiesen sind. Außerdem hat der Mensch eine relativ schwache Bewegungs- und Sinnesleistung. Psychisch und geistig besteht die Unangepasstheit in dem Mangel an Instinkten und der Reizüberflutung. Der Mensch ist dem Tier also von Natur aus unterlegen. Jedoch kann der Mensch sich im Vergleich zu den Tieren selbst reflektieren. Diese Selbstreflexion ermöglicht dem Menschen, sich von seinen organischen Zwängen und seiner unmittelbaren Umwelt zu lösen. Gehlen bezeichnet diese Fähigkeit des Menschen als weltoffen. Die Weltoffenheit des Menschen ermöglicht nach Gehlen das eigentliche Überleben des Menschen, da er so durch planendes und schöpferisches Handeln seine Mängel ausgleicht. Der Mensch ist somit Gestalter einer Art Ersatznatur, die allgemein als Kultur bekannt ist. Aber was ist genau Kultur? Philosophisch gesehen ist die Kultur das Gegenteil der Natur. Die Kultur ist alles das, was von Menschen geschaffen wurde, und die Natur ist das, was nicht von Menschen geschaffen wurde. In Gehlens Theorie ergeben sich so zwei Welten: eine Kulturwelt für den Menschen und eine Umwelt für die Tiere. Die Kulturwelt ist also nach Gehlen eine lebensdienlich umgearbeitete Natur, die den Ausgleich seiner Unspezialisiertheit, also seiner Mängel, dienen soll. So gibt es keine Naturmenschen oder eine menschliche Gesellschaft ohne Kultur, da die Kulturwelt das Überleben des Menschen an sich ermöglicht. Also ist die Kultur eine Art zweite Natur des Menschen. Zweiten Faktor bezieht sich Gehlen auf Institutionen, also eine Form des menschlichen Zusammenlebens, welche bestimmten stabilen Mustern folgt. Diese sieht er für den Menschen als notwendig an. Aber was genau sind denn jetzt Institutionen? Es sind Dinge wie Familie, Staat, Schule oder die Kirche. Jetzt fragt ihr sicher, was es eigentlich bringt. Institutionen bringen Sicherheit, Berechenbarkeit, sind ein Instinktersatz und helfen bei der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, sie sind eine wichtige Stabilisierungsfunktion. Hier nochmal ein kleiner Überblick. Also am besten merkt ihr euch, der Mensch besitzt Mängel, wie zum Beispiel das Fehlen von Jagdwerkzeugen oder eines Fells. Diese Mängel gleicht er aber durch sein schöpferisches und planendes Handeln aus, indem er Kultur schafft. Außerdem nutzt er die Institutionen wie Familie, Staat oder Schule als Instinktersatz oder zur Persönlichkeitsentwicklung. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.